So, hallo, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch sofort rein. Nur kurze Erklärung, warum jetzt erstmal ein paar Tage kein Shop-Video kam oder auch keine Livestreams. Ganz einfach, Weihnachten stand vor der Tür, Umzug, dann mit der Firma noch ein bisschen was gemacht privat, plus noch logischerweise der Umzug, Familie etc. pp. Ich hoffe mal, das konnten die meisten schon verstehen. Dann was anderes, was die Custom Games betrifft. Da sieht es derzeit ganz knapp aus zwischen Coco und Thailand. Also wer da noch dabei sein will bei den Custom Games, 20 Euro geht immer noch bis Jahresende. Gerne im Stream heute noch vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Teilnehmerzahl ist ein bisschen gesunken. Könnte vielleicht daran liegen, damit dass einige denken, sie haben eh keine Chance mehr. Aber lasst es euch nicht entgehen. Die nächsten Custom Games werden mit Sicherheit auch kommen. Und wie gesagt, wenn ihr da gerne mitmachen wollt, gerne ein Abo da lassen, Like nicht vergessen, auf das Video, vor allem auf das Video, vergesst es nicht. Dann kurze Info nur, was die Freundesliste betrifft. Ihr seht es gerade, ich habe jetzt derzeit nur noch 46 Freunde. Liegt daran, dass wir einfach komplett aufgeräumt haben. Warum habe ich aufgeräumt? Einfach damit das Menü mal wieder funktioniert. Und das in Anführungszeichen, seitdem ich jetzt YouTube mache, habe ich jeden angenommen. Dadurch kamen 1100 Leute zusammen. Natürlich, viele sind überhaupt nicht mehr da, gucken den Livestream nicht mehr, spielen überhaupt kein Fortnite mehr. Deshalb habe ich einfach alles auf Null gesetzt. Also wer gern wieder in meine Freundesliste reinkommen will, einfach Freundesanfrage schicken an. Ich trage es euch nochmal ein. Die meisten haben es ja eh schon mal gemacht. YT unterstrich Family Hack. Einfach abschicken, neue Freundschaftsanfrage. Ich nehme immer noch alle Freundschaftsanfragen an. Aber habe halt jetzt erstmal alle rausgeschmissen. Jetzt könnt ihr gerne wieder reinkommen. Also, was Skin-Verlosungen betrifft, wisst ihr, dauert natürlich jetzt ein bisschen. Wir sammeln halt ein bisschen V-Bucks. So, das waren eigentlich die ganzen Informationen soweit. Ich würde sagen, wir gehen auch jetzt schon mal gleich rein in den Shop. Kurze Info, was den Skin hier betrifft. Geht ganz einfach. Ich wollte zwar eigentlich ein extra Video dazu machen, aber ich mache das jetzt gerade hier mit. Ihr geht einfach in den Shop rein. Ach, zu den Geschenken. Ihr seht schon, hier ist alles offen. Und hier in dem Geschenk ist der Skin drin. Ihr müsst allerdings alle anderen Geschenke hier geöffnet haben. Ihr seht jetzt, wenn ich hier auf die rechte Seite gehe, wusste ich schon, hier sind die Star Wars Sachen drin. Deshalb habe ich da nichts aufgemacht. Deshalb habe ich den Skin halt schon bekommen. Also wie gesagt, guckt, dass ihr hier alle Geschenke aufhabt. Dann werdet ihr den Skin in dieser Verpackung hier kriegen. Ich denke mal, reicht eigentlich so als Info. So. Jetzt, ich habe es schon gesehen, was im Shop drin ist. Und da sind sie. Die Baukumpel. Sie sind da. Ob sie einem gefallen oder nicht, könnt ihr selber entscheiden. Ich finde sie eigentlich recht nice. Also ist mal eine ganz andere Art und Weise, wie wir wieder Skins bekommen. Wir gucken gerade mal jeden einzelnen an. Hier, ja gut, die heißen alle Baukumpel, gell? Ja. Hat halt vier verschiedene Skins. Einmal hier den. Ja, ich sage jetzt mal, das hier ist der Ninja, der Koch, noch ein Koch und noch ein Ninja. Weil wie soll man die vier Stück jetzt beschreiben? Ich würde sagen, wir haben zwei Ninjas und zwei Köche. Sehen natürlich ein bisschen anders aus als das, was wir bisher so gewöhnt sind, aber warum auch nicht? Und für 1500, warte mal, kriegt man eigentlich alle für 1,5? Ja, für 1,5 bekommt ihr halt alle vier Stile. Lohnt sich eigentlich auf jeden Fall, weil es sind ja wirklich vier verschiedene Skins, wenn man es so will. Ah, da steht's ja. Kumpel, einmal das hier ist Schwein, das ist Rind, das ist vegetarisch und das ist Garnele. Ah ja. Aber eigentlich bekommt man vier Skins, wenn man so will. Also die 1500 V-Bucks lohnen sich da auf jeden Fall. Also, falls ihr die neuen Skins haben wollt, vergesst nicht, immer noch meinen Creator-Code einzutragen, YT-FamilyHack. Ihr wisst ja, ihr unterstützt mich damit dermaßen. Besondere Grüße gehen aber jetzt erstmal raus an Andreas Emke und The Phantom Pro. Warum nur die zwei? Weil genau die zwei die einzigen sind, die derzeit bei mir Kanalmitglied sind. Also wenn ihr da gerne auch dazu gehören wollt, gerne Kanalmitglied werden, kostet euch 99 Cent. So, dazu habt ihr natürlich im Chat einzelne Emotes, die ihr frei habt. Und ja, ist halt wiederum wieder Unterstützung für mich. So, dann gucken wir hier mal nochmal. Der Star Wars Skin ist wieder und immer noch, also was heißt wieder, er ist wieder zurück und immer noch da.
Ist natürlich bekannt, sieht man aber ganz ehrlich nicht mehr auf dem Spiel. Also wenn ihr nicht habt, ich glaube, man muss ihn auch nicht unbedingt haben. Ich glaube, die meisten sind inzwischen schon genervt langsam vom Star Wars Event. Also zumindest geht es mir so. So, was hier die Baukumpel betrifft, haben wir noch die Knödelkelle. Da ist der Ton ein bisschen schwer leise, Leute. Ach, die wurde. Warte mal. Die steht als neu, aber steht, wurde in Season X eingefügt. Gab's die schon mal? Wurde Season X eingeführt? Habe ich die irgendwie verpasst? Scheint so. Oder gab's die schon mal? Jetzt bin ich gerade echt überlegen. Aber wird wahrscheinlich so sein, wenn da ja Season X steht. Aber die Harten unter euch werden es natürlich wissen, aber eigentlich müsst ihr es auch wissen. Schande über mein Haupt. So, dann die Barfußermittlerin ist immer noch drin. Die kleine verranzte Dame. Aber hat natürlich auch was der Skin. Aber habe ich auch nicht oft gesehen, bin ich ganz ehrlich. So, dann haben wir Takara wieder zurück. Das ist wieder ein Skin. Ganz übel. Aber sieht man auch nicht oft. Also ich finde persönlich, es gibt Skins, die kommen vielleicht öfters, aber sieht man nicht oft. Weil natürlich auch die Leute nicht mehr jeden Skin kaufen. Also es geht nicht immer nur darum, wie oft einer im Shop ist, sondern wie oft er auch gekauft wurde. Also da müsst ihr eigentlich auch mal drauf achten. So, dann Matchball. Einer der hässlichsten Skins, die ich so kenne. Also der gefällt mir absolut gar nicht. Null. Dann haben wir Ratschlag. Ja. Man darf nur nicht zu lange hingucken. Dann haben wir Träumerfüße. Bam, bam, bam. Das hört man oft. Bim, bim, bing, bim, bim, bing. So, dann haben wir Tanzspagat. Und. Zack. Ist natürlich ein geiler Tanz, um Gottes Willen. So, und dann haben wir Musik. Jetzt kommt es wieder drauf ab. Will ich sie haben oder nicht? Ganz entspannte Musik. Die ist schon chillig, die Musik. Ob man sich jetzt die ganze Zeit geben kann, ich weiß nicht. So, das war es auf jeden Fall schon wieder mit dem Shop. Wir gehen aber kurz nochmal rüber in Rette die Welt. Gucken, was da der Shop so sagt. Also alle, die jetzt schon nur den normalen Shop sehen wollten, schon mal danke fürs Zusehen. Denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Euch muss man ja immer wieder dran erinnern, ihr Knallerbsen. So, da muss ich gerade auf meine Internetseite gucken. Gibt es Zwiebacks-Missionen? Yep. Oder? Doch, soll wieder eine bei Level 40 geben. Wir werden aber direkt mal reingehen. Rette die Welt dauert zurzeit ewig zum Laden. Da habe ich nämlich eben auch noch ein bisschen rumgegurkt. Deshalb kommen natürlich auch wieder 200 V-Bucks-Gramm, glaube ich, schon wieder zusammen. Aber ihr wisst ja, rettet die Welt. Gibt immer V-Bucks. So, wie ihr seht, Ladezeit, Katastrophe. Und ich spiele nicht an der PlayStation, wo derzeit die Ladezeiten eh extrem sind, sondern auf dem PC. Aber ihr seht, es ist trotzdem elend lang. Frage ist, ob wir jetzt überhaupt reinkommen. Nein, mein Spiel hat sich nicht aufgehangen. Aber ich glaube, es sieht schlecht aus, weil es dauert wirklich ewig, bis wir reinkommen. Ich frage mich halt echt derzeit, was mit den Surfern los ist. Ob die die Surferleistung runtergefahren haben oder sie einfach nicht damit gerechnet haben, dass sie über Weihnachten doch so viele spielen. Aber wir haben jetzt gerade 1 Uhr nachts. Ah, und ihr seht. In 2 Tagen kriege ich schon wieder 150 V-Bucks. Also V-Bucks bekommt man ohne Ende. So, wir gehen gerade rüber in den Shop. Dann Winterlama habe ich eben geöffnet, ist nichts Besonderes drin. Dann, ihr seht, heute sind sie schon wieder umsonst. Upgrade-Lamas. Ich habe nämlich eben erst 2 aufgemacht. Direkt mal gucken, was wir drin haben. Ja, 50 Tickets sind immer gut. Dann haben wir noch eins übrig. Also alle, die Rette die Welt haben, vergesst nicht auch mal reinzugehen. Sind nämlich wieder kostenlos, die 2 Stück. Zack.
Und was haben wir? Eine Skizze, Sonnenuntergänger. Ah ja. Dann noch eine schöne Waffe. Helden, Helden, Helden. Boah. Für umsonst. Noch zwei übrig. Ich habe echt Angst um meine V-Bucks, ne? Das ist nämlich immer, wo du so guck aufpassen musst, ob sie wirklich umsonst sind. Ah, vor allem Ninja oder den? Den haben wir, glaube ich, gerade erst episch bekommen, legendär bekommen. Okay, nochmal 50 Tickets. So, jetzt haben wir noch eins umsonst. Ich hab doch schon zwei. Wehe, die haben mir die V-Bucks abgezogen. So, jetzt kosten sie wieder 50. Also passt hier wirklich auf. So, gucken wir gerade. Hier können wir auch noch eins aufmachen. Gucken, was wir bekommen. Einmal durchspulen. Ja, hier bin ich wieder raus. Null im Besitz, null im Besitz. Ah, okay. Aber für Geschenke holen wir natürlich alles mit. So, dann gehen wir gerade mal rein in den Shop. Ich meine, die alten Hasen unter euch kennen sich ja eh aus. Ich glaube, die habe ich doch gerade bekommen, oder? Aber ihr wisst ja, immer das Übliche, kauft die Helden raus. Den Knusch-Ruprecht habe ich mir auch rausgekauft. Hier bin ich auch nur hingegangen, habe mir den Nussknacker noch gekauft. Überlebende rausgekauft. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Wurde wieder ein bisschen länger. Sorry dafür, aber dafür bekommt ihr auch einiges an Informationen. Und in dem Sinne würde ich sagen, denkt dran, gebt nicht zu viel aus. Und wenn, benutzt meinen Creator-Code. Und in dem Sinne, haut rein.